Ja, ich brauche einen Krankenwagen. Ich habe ein Kind angefahren. Pass doch mal auf! Sie hätten noch aufpassen können. Martin, leg dein Handy weg. Richtig weg. Und jetzt schlag bitte das Buch auf, Seite 32, Nummer 4, A, B, C und D. Also dann ziehen wir das jetzt durch? Ja klar, wegen wem liegt deine Schwester im Krankenhaus? Da kommst du. Okay, los. Hey, gib mir den Fuß mal ein bisschen darüber hier. Kannst du mir das auf Seite 42 noch erklären, Mathe? Oh shit, Martin! Rechtwinkligen Dreieck machen. Danke. Herr Meier kommt, wir müssen weg. Okay, 2 Sekunden noch. Komm jetzt endlich. Hey, danke. Mensch, danke, dass du uns geholfen hast. Wir wären jetzt voll aufgeflogen. Ey, kein Ding. Echt danke, uns hast du erwischt. Was wolltet ihr eigentlich machen? Der hat meine Schwester angefahren. Der muss dafür bezahlen. Und das wäre erst der Anfang. Bist du dabei? Okay, ich bin dabei. Was ist? Facebook. Ach du Scheiße. Was ist los? Lies mal. Schon krass. Das ist so dumm. Ja, von Herrn Meier auch nicht gedacht. Das kann man einfach nicht machen. Was ist denn eigentlich los mit dem in letzter Zeit? Das mit der Wohnung verletzt? Ja, das ist echt krank. Hey, kann ich jetzt mit dir reden? Ja? Kannst ruhig schon mal gehen. Du hast doch das mit dem Facebook-Foto mitgekriegt. Ja, richtig krass. Und genau deswegen wollen wir die Meier halt so einen kleinen Streich spielen. Und du sollst sie nur ein bisschen beschäftigen. Ein bisschen aufhalten, ein bisschen mit ihm reden und du kannst auch richtig rangehen. Ja, okay, das kriege ich ja. Danke. Nachsitzen, 6. Stunde bei Meier. Lass dir was einfallen. Herr Meier, kommen Sie schnell! Draußen prügeln sich zwei! Ja. So, meine Herren, setzen Sie sich bitte hin. Hallo, Polizei? Ich habe gesehen, wie mein Lehrer mit Drogen gedealt hat. Herr Meier, ich bin hier am Einstein-Gymnasium. Bitte, kommen Sie schnell.
Herr Meier, Herr Meier! Niemand macht meine Familie kaputt. Endlich wieder allein. Mama? Das war schön. Vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Hoffentlich. Oh, es ist echt spät. Ich muss los. Mein Mann kommt gleich nach Hause. Wäre auch mal schön, wenn wir mehr Zeit für uns hätten. Ich überlege mir was. Es war alles nicht passiert, hätte ich meine Brille nicht vergessen. Ich sag einfach, ich wäre gefahren. Geh, geh, ich klar das. Ich hab ein Kind angefahren. Niemand macht meine Familie kaputt.